Das hat Nikola Tesla sicher nicht gewollt, was gerade hier passiert. Kann es sein, dass es eine Technologie gibt, die Erdbeben nur mit einem Knopfdruck erzeugen kann? Nikola Tesla hat so eine ähnliche Erfindung gemacht, aber sie nie genutzt. Und viele seiner Patente verschwanden einfach nach seinem Tod. Man weiß nicht, wo sie sind. Und kann es sein, dass man seine Patente nutzt, um uns Menschen letztendlich zu schaden? Erfahre hier in diesem Video, was er alles noch erfunden hat und wie das uns in der Zukunft beeinflussen könnte. Und bleibe unbedingt bis zum Schluss dran, denn wir werden auch eine sehr hochenergetische Meditation zusammen machen. Bevor wir jetzt mit diesem äußerst wichtigen Thema von Tesla beginnen, möchte ich dich noch auf kostenlose Produkte und Angebote von Smarana informieren. Unter dem Video findest du dazu Links. Klick einfach mal drauf und informiere dich. Dann habe ich noch ein kleines Tagebuch geschrieben, ein Achtsamkeitstagebuch, was du nutzen kannst, um jeden Tag deine Gefühle, deine Wünsche, um aufzuschreiben, um zu dir selbst zu finden, um den Kontakt zu deiner Seele zu stärken und auch die eigene Selbstliebe zu vergrößern. Auch dafür ist der Link unter dem Video. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Erdbeben. Wir haben festgestellt, dass in letzter Zeit sich die Erdbeben so sehr anhäufen, dass es schon fast nicht mehr normal klingt. Und ich habe ja auch schon Videos darüber gemacht, dass das Wetter beeinflusst wird. Und auch über die Chemtrails. Heute schauen wir mal, wie das mit den Erdbeben ist. Und es ist tatsächlich so, dass Tesla eine Erfindung gemacht hat. Wir hatten in letzter Zeit am 27. Juni 2024 in Schopfheim, Landkreis Lörrach, hatten wir ein Erdbeben der Stärke 4,2. Und dieses Beben war in weiten Teilen von Baden-Württemberg und sogar in der Nordschweiz spürbar. Es handelt sich um das stärkste Erdbeben in Baden-Württemberg seit 2009. Und das ist natürlich etwas, was uns zum Nachdenken bringt. Und auch am 25. März in diesem Jahr hatte man in Niedersachsen ein Erdbeben mit der Stärke 3,6 registriert. Und wenn du jetzt daran denkst, Deutschland ist ja wohl absolut nicht das Land für Erdbeben. Und es gab aber auch noch ein Erdbeben bei dem Taylor Swift-Konzert. Ich zeige euch gerade mal kurz das Bild dazu. Hier haben wir die Taylor Swift auf diesem Konzert. Und dort wurde auch die Stärke 2,3 gemessen. Natürlich sagt man hier, es läge an den Zuschauern, die also da so sehr mit den Füßen auf dem Boden aufgestampft wären und dadurch wäre ein Erdbeben entstanden. Darüber kann man sich streiten, sozusagen. Könnte es denn sein, dass bei diesen Erdbeben tatsächlich die Maschine von Tesla nachgebaut wurde? Ich zeige euch jetzt mal die Webseite von Tesla und dann können wir mal lesen, was da steht, denn das ist hochinteressant. Hier habt ihr also die Beschreibung. Hier oben seht ihr ein Bild und hier habt ihr die Beschreibung, dass also Tesla einen Oszillator, einen dampfbetriebenen mechanischen Oszillator entwickelt hatte. Das war 1893. Der mit hoher Geschwindigkeit auf und ab vibrierte, um Elektrizität zu erzeugen. Also der Sinn oder die Aufgabe war, er wollte Elektrizität erzeugen. Und durch diese enorme Kraft der Bewegung entstand eine Vibration in seinem Raum, dass die Wände zitterten sozusagen. Und dadurch hat diese Maschine den Namen Erdbebenmaschine bekommen und Tesla selbst sagt, er hat diese Maschine mit einem Hammer zerschlagen, als er erkannte, dass das Gebäude einstürzen könnte. Die Polizei kam damals und Krankenwagen trafen am Ort ein und Tesla forderte seinen Assistenten auf, ruhig zu bleiben und der Polizei zu sagen,
dass es eben ein Erdbeben gewesen ist, was hier geschah. Also er hat dann unbewusst sozusagen schon seiner Maschine diesen Namen gegeben. Das war jetzt eine Erfindung. Ich erzähle euch auch gleich noch von anderen Erfindungen von ihm. Die lassen uns ganz schön, ja, stutzen. Es war ja ein schlauer Kopf. Und was jetzt interessant ist, nach seinem Tod verschwanden viele seiner Arbeiten und Patente auf mysteriöse Weise. Und interessanterweise wurde später bekannt, dass John G. Trump, ein Onkel von Donald Trump, Zugang zu Teslas Papieren hatte und diese möglicherweise konfisziert hat. Also das schwebt hier im Raum. Und wenn man jetzt guckt, in den letzten Jahren sind tatsächlich immer wieder mysteriöse Berichte über ungewöhnliche Erdbeben und Vibrationen aufgetaucht, die, wenn man sie genauer betrachtet, keinen natürlichen Ursprung haben könnten. Und jetzt schauen wir uns mal die Skizzen an, die er also gemacht hat, die man jetzt auf Wikipedia findet. Ich habe auch die Links als Quellnachweis euch alle unter das Video gemacht. Einfach nur mal, damit man ein Bild hat von dem, was er hier so entworfen hat. Das sieht man hier, da kann man das also nachlesen, der Tesla-Oszillator. Das ist jetzt in Englisch, aber es geht mir einfach nur hier eigentlich um diese Zeichnung. Und hier ist also sehr detailliert, alles ist vorhanden und natürlich könnte man das nachbauen. Es ist jetzt nicht so, dass man das nicht machen kann. Also ich überlasse es natürlich euch, was ihr davon haltet, darüber das mir hier unten reinzuschreiben unter das Video. Und jetzt diese anderen Dinge, die er auch noch entwickelt hat, wo auch Patente existieren, die möchte ich euch jetzt gerne vorstellen und haltet euch fest, das ist gar nicht so einfach. Das hat, also der ist wirklich, was der alles vorhatte, das ist schon krass. Und wenn man das einsetzen würde, wäre das für uns manches gar nicht so gut. Es gibt aber immer zwei Seiten und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich schalte jetzt gerade hier nochmal um. Hier habt ihr jetzt nochmal die Erdbebenmaschine. Das haben wir gerade durchgesprochen. Und dann haben wir eine Gedankenkamera. Und Tesla glaubte, dass es möglich sein könnte, Gedanken zu fotografieren. Die Inspiration kam ihm 1893 bei Experimenten, wie er Jahrzehnte später einem Zeitungsreporter erzählte. Ich war überzeugt, hat er gesagt, dass ein bestimmtes Bild, das im Denken entsteht, reflexartig ein entsprechendes Bild auf der Netzhaut, also im Auge auf der Netzhaut, erzeugen muss, das möglicherweise von einem geeigneten Gerät gelesen werden kann. Und so hat er also da etwas entwickelt, dass man dieses Bild aufnehmen kann und dann auf einem Bildschirm projiziert. Und wenn dies erfolgreich gelingen kann, steht hier auf der Webseite, dann würden die von einer Person vorgestellten Objekte so klar auf dem Bildschirm reflektiert werden, wie sie entstehen, also genau in dem Moment. Und das ist ja schon gruselig ein bisschen, aber also so könnte man tatsächlich die Gedanken der Menschen lesen. Das ist ziemlich gruselig und ich schalte jetzt gerade nochmal um und ich sage euch da jetzt meine Gedanken da dazu. Wenn wir in der fünften Dimension aufgestiegen sind, brauchen wir auch gar nicht mehr so sehr zu sprechen, denn dann verständigen wir uns ja über die Telepathie, also über Gedanken. Und das ist ja etwas, was dann auch die Menschen nicht mehr lügen lässt, weil sie ja sowieso gelesen werden können von dem Gegenüber. Das heißt also, er war da mit dieser Maschine schon so weit, dass er praktisch die Technologie oder die Dinge, die man in der fünften Dimension kann, in der Technologie vorgebaut hat. Und das Handy ist ja auch eine Technologie, die es uns möglich macht,
mit einem Gerät zu telepathieren, sage ich einfach mal. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Also wir haben in der 3D, in der dritten Dimension, Geräte, die entwickelt wurden, um so ähnlich schon zu fungieren, wie wenn wir in der fünften Dimension wären. Bloß brauchen wir in der fünften Dimension ja all das nicht, weil das alles da ist. Also ganz schön krass. Und jetzt gucken wir mal, was er noch alles für Patente hatte. Er hat hier die drahtlose Energie. Also das ist das dritte Patent. Es kommen noch mehr. Und er hat also im Jahr 1901 hatte er sich Geld gesichert für den Bau eines 56 Meter hohen pilzförmigen Turms an der Nordküste von Long Island, der Nachrichten, Telefonsignale und Bilder an Schiffe auf See und über den Atlantik übermitteln sollte, indem er die Erde zur Signalübertragung nutzte. Und er hat es dann so umgebaut, dass es praktisch drahtlos Strom liefern konnte. Auch wieder, es geht oft um Strom bei ihm. Und so hat er also die drahtlose Energie entwickelt, die wir ja jetzt auch nutzen, ja. Und lest euch das selber nochmal durch. Wir gucken jetzt nochmal zu der vierten Erfindung, die künstliche Flutwelle. Also auch das hat er gemacht. Er glaubte, dass man die Macht der Wissenschaft nutzen könne, um Kriege zu verhindern. Also alles, was er so vorhat, war immer positiv, ja, und nicht negativ. 1907 berichtete die New York World über eine weitere militärische Erfindung von Tesla. Durch drahtlose Telegrafie ließen sich auf See Sprengstoffe detonieren, die so gewaltige Flutwellen erzeugten, dass sie ganze feindliche Flotten zum Kentern brachten. Und das wäre etwas, mit dem man Angriffe also verhindern könnte. Das hat er also gemacht. Und dann haben wir fünftens ein elektrisch betriebenes Überschallluftschiff. Also Tesla war ja schon als Junge von der Idee des Fliegens fasziniert und hatte da also auch weiter geforscht. Und es gibt also Teslas Konzepte, dass Flugzeuge mit Elektrizität betrieben werden sollten, die drahtlos von Kraftwerken am Boden übertragen wird, wodurch Flugzeuge keinen Treibstoff mehr benötigen müssten. Die Stromversorgung ist praktisch unbegrenzt, da beliebig viele Kraftwerke zusammen betrieben werden können und Luftschiffe mit Energie zu versorgen, sowie Züge auf Schienen heute über Schienen oder Leitungen mit elektrischer Energie versorgt werden. So hat er damals gesagt. Und dann gibt es noch etwas, das hört sich gruselig an. Das ist der Todesstrahl. Das heißt, Teslas kreativer Geist brachte auch noch in seinem späten Leben neue Visionen hervor. An seinem 78. Geburtstag, überlegt man, wie alt er damals war, erzählte er der New York Times, er habe diese äußerst bedeutende Erfindung gemacht, die Millionen Armeen tot umfallen lassen würde. Also die praktisch einen Krieg sofort zum Stillstand bringen würde, allein mit der Androhung von diesem Todesstrahl. Er hatte also eine Militärwaffe entwickelt, die Quecksilberpartikel in einer Vakuumkammer auf 48-fache Schallgeschwindigkeit beschleunigt und einen Hochgeschwindigkeitsstrahl durch die freie Luft schießt, um so mit enormer Energie, dass er zu einer Flotte von 10.000 feindlichen Flugzeugen aus einer Entfernung von 250 Meilen alles zum Absturz bringen könnte. Und Tesla hat es als Friedensstrahl bezeichnet, aus dem Grund, weil es ja, wenn man das androht, wie eine unsichtbare Mauer wirken würde und dadurch man gar keinen Krieg erst machen würde, weil er aussichtslos ist. Und aber der Mainstream hat das Todesstrahl genannt, sozusagen, ihr Lieben. Und da sieht man schon, wie die Erfindungen von Tesla eigentlich jetzt nicht zum Guten verwendet werden, sondern eher ja für unsere Nachteile. Und was ich dir unbedingt sagen möchte,
du solltest die Erfindungen von Tesla jetzt nicht negativ bewerten, sondern du solltest so wie er in die positive Energie hineingehen, denn er hat sie alle in einem positiven Zweck erschaffen. Und es ist ganz wichtig, diese ganzen Dinge, die er hier so entwickelt hat, positiv zu betrachten oder in die Neutralität zu gehen. Das ist das, und ich habe das auch schon in anderen Videos gesagt, das ist unsere Lernaufgabe für diese Inkarnation, eine der wichtigsten Lernaufgaben, nicht in die Angst zu gehen, sondern in die Neutralität und dort neutral zu beobachten. Wer das schafft, der hat es viel leichter. Wer sich sofort in die Angst hineinstürzt, bitte, bitte, bitte arbeitet an euch, damit ihr frei werdet davon. Reinigt euch, reinigt euren Energiekörper, nutzt Hilfsmittel, wenn ihr es nicht alleine schafft. Es ist wirklich sehr wichtig, in der Mitte zu bleiben und neutral zu sein. Denn nur so bleiben wir in der Kraft. Und die Gegenseite hat dadurch immer weniger Kraft. Das ist unsere Aufgabe. Und ich weiß auch, dass die meisten das schon tun. Also ich sag euch einfach jetzt mit diesen ganzen Dingen, seid wachsam und hinterfragt alles, was der Mainstream euch so vorsetzt, um zu wissen, was hier schon wieder alles vor sich geht, und fallt nicht auf Fake-Nachrichten hinein. Ja, geht in euer Herz und prüft alles, was euch vorgesetzt wird. Und seid in der Mitte, verbindet euch mit eurem höheren Selbst, um eben auch geschützt zu sein. Und für alles, was Tesla erfunden hat, gibt es ja auch einen Schutz aus der geistigen Welt, wo man sich schützen kann. Zum Beispiel habe ich ja, ihr kennt es schon, ich zeige es euch nur mal ganz kurz, diesen Energiestab, der schützt vor negativen Wellen, die einen erreichen. Und da wird schon sehr viel in der Aura gereinigt und man ist nicht so sehr anfällig auf negative Nachrichten, negative Energien. Und auch auf diesem Gebiet wird es immer weiter neue Erkenntnisse geben. Also es ist ja jetzt ein Video, was euch keine Angst machen soll, sondern einfach informieren, was für ein genialer Kopf Tesla war und wie er schon in seiner Voraussicht so richtig tolle Dinge entwickelt hat. Ja, und jetzt lade ich euch gerne ein zu einer Meditation, um uns zu stärken, um uns zu schützen und in unserer Kraft zu bleiben. Ich sprühe mich kurz vorher ein mit der Gedankenfreiheit. Ganz wichtig, die Gedankenfreiheit, denn so sind wir nicht beeinflussbar von außen. Geliebte Herzensmenschen, ich darf euch alle voller Freude heute hier begrüßen, in diesem heiligen Raum des Schutzes, der sich sofort jetzt in diesem Moment öffnet und uns alle zusammen einhüllt, einhüllt in der Liebe Gottes. Und ich rufe die Engel herbei, um diese Energie zu halten, um es uns möglich zu machen, uns in dieser Liebe zu entfalten und fallen zu lassen. Und vielleicht spürst du beim Einatmen dieser Liebe, wie du dich ausdehnst und wie du dich besonders jetzt, besonders gut entspannen kannst. Stell dir vor, dass du von einer weißen Energie eingehüllt wirst und dass diese weiße Energie sich um deinen ganzen Körper legt, dass du durch diese weiße Energie vollkommen geschützt bist und jetzt auch richtig in deiner Mitte bist. Und nun stell dir vor, wie deine Herzensliebe hinauf in deinen Kopf steigt und hoch in das Kronenchakra und sich dann von dort aus
mit deinem höheren Selbst verbindet. Diese Verbindung zu deinem höheren Selbst bringt dich in die Kraft. Es zeigt dir den Weg in deine Kraft, zeigt dir den Weg auf deinen Lebensweg. Dein hohes Selbst unterstützt dich für alles, was du als Aufgaben in deinem Leben bekommst. Dein höheres Selbst ist der Wegweiser durch dein Leben, getragen von deiner Seele, geschützt durch die weise Kraft des Lichtes. Und jetzt gebe ich dir ein bisschen Zeit, um zu fühlen, was dir in diesem Moment dein höheres Selbst zu sagen hat. Und so öffne dein Herz und lausche, empfange Bilder, Farben und Botschaften von deinem höheren Selbst. Und sei sicher, dass alles, was du empfängst, richtig ist. Vertraue den Durchgaben, vertraue den Bildern und den Farben. Alles, was kommt, entspricht deiner inneren Wahrheit und betrifft dich ganz persönlich. Und so betten die Engel die Energien des Schutzes in deiner Aura ein. So betten die Engel den weißen Strahl des Schutzes ebenfalls in deiner Aura ein, sodass du nach dieser Meditation gewappnet bist, gesichert bist gegen energetische Angriffe und vollkommen in deiner Mitte, in deinem Herzen ruhst. Und so nimm noch einmal diese Kraft wahr, die du in deinem Herzen fühlst. Nimm wahr, wie es sich anfühlt, intensiv mit deinem höheren Selbst verbunden zu sein und auch deine Seele und dein Herz zu spüren. Du spürst dies daran, dass die Energie um dich herum ganz klar und fein ist und dich fürsorglich hält und trägt. Und nun erde dich mit deinen Gedanken und dem Fokus, dass Wurzeln aus deinen Füßen wachsen und du dich mit der Liebe von Mutter Erde verbindest, die Kraft spürt, die nun zu dir strömt und weißt, dass dein Weg gesegnet ist und dass Mutter Erde dich schützen wird. Dass Mutter Erde es nicht zulassen wird, dass dir etwas geschieht. Und so bedanke dich bei deinem höheren Selbst, bei Mutter Erde, für diese wundervollen Energien und komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Sei vollkommen da, bewege Hände und Füße und lächle vor Dankbarkeit für das, was jetzt geschah. Ich danke euch allen, dass ihr hier wart, dass wir gemeinsam meditieren durften und sende einen Herzensstrahl der Liebe zu euch. Wir sehen uns zum nächsten Video.